Wohl jeder, der mit Heimcomputern Anfang der 90er Jahre gespielt hat, dürfte der Name Turrican ein Begriff sein. War es doch dort ein Vorzeigetitel und zeigte vor allem auf den Amiga seine Muskeln. Die Serie fand seinen Weg auch auf die Konsolen der Zeit. Kann sie dort auch punkten? Was taugt Turrican für den Game Boy heute noch? Diese Version wurde von den Code Monkeys programmiert und von Accolade 1991 in Europa und Nordamerika veröffentlicht. Japan ging dabei leer aus. Die Story ist natürlich wie immer vernachlässigbar. Das Böse ist in Form von Morgul, Meister aller Fürchte und Albträume der Menschheit zurück. Jedoch taucht ein mächtiger Krieger auf, um sich dieser Aufgabe zu widmen. Sein Name ist Turrican. Wie ihr schon am Gameplay sehen könnt, erwartet euch hier ein Action-Plattformer. Ihr fegt laufen und springt durch die Welten und schießt alles so klump, was ihr nicht rechtzeitig retten kann. Wobei ihr hier und da auch Sprungpassagen hinter euch bringen müsst. Diese sind aber in der Regel gut gestaltet. Eure Standardknarre könnt ihr wie gewohnt durch einsammelbare Power-Ups aufrüsten, wobei euch hier im Prinzip der Standard erwartet. Streuschüsse und so weiter. Dauerfeuer gibt es dabei leider nicht. Darüber hinaus könnt ihr noch Minen werfen oder eine bildschirmfüllende Laserattacke ausführen. Diese beiden Variationen haben allerdings natürlich nur eine begrenzte Einsatzanzahl und da wählt diese mit Select aus. In meinen Augen ist das leider etwas fummelig, wenn ihr mal etwas schnell auslösen wollt. Soweit, so gut, aber hier enden eure Optionen immer noch nicht. Wenn ihr nach unten und A drückt, könnt ihr euch in einen Kreissägenblatt verwandeln und ähnlich wie Samus in Metroid durch die Gegner fegen. Auch diese ist natürlich limitiert. Das sind jetzt erstmal richtig coole Optionen. Da kann doch eigentlich gar nicht so viel schief gehen, oder? Klare Antwort, jein. Kommen wir zu dem, was in meinen Augen zumindest negativ, die allgemeine Levelgestaltung. Alles wirkt irgendwie sehr kleinteilig und wirkt auch unübersichtlich. Die Gegner sind klein, die Hindernisse sind meistens nicht sofort klar erkennbar und setzen sich nicht einfach gut von dem allgemeinen Hintergrund ab. Da verliert man schon einmal sehr schnell den Überblick in der ganzen Action und diese kleinen Gegner mit eurer Bombe zu erwischen ist schwieriger als euch lieb ist. Mit etwas mehr Feingefühl für den Gameboy hätte man hier als definitiv besser portieren können. Auch die optische Abwechslung in den Leveln hätte definitiv besser sein können. Übrigens sieht alles gleich aus und die Gegner haben keinen Charakter. Das finde ich echt schade, da hier meiner Meinung nach sehr viel Potenzial verschwendet wurde. Immerhin aber stimmt die Steuerung. Wie angesprochen, fällt die manchmal etwas fummelig aus, aber im Großen und Ganzen ist sie knackig gut. Euch erwarten insgesamt 10 verschiedene Level, allerdings fehlt ein Passwortsystem oder ähnliches. Also schade, vor allem weil das Spiel genre-typisch nicht gerade leicht ist. Auf der technischen Seite ist das Spiel ganz gut für das Früherscheinungsdatum. Auf dem grafischen Stil bin ich ja schon eingegangen, aber immerhin läuft alles immer flüssig. Die Musik geht auch in Ordnung, hätte aber durchaus mehr Abwechslung haben können. Das können andere Versionen besser, vor allem letzteres ist schade, da vor allem auf dem Amiga Soundtrack Kultstatus genießt und das zu Recht. Was taugt Turrican für den Game Boy also heute noch? Ich kann leider nur eine eingeschränkte Empfehlung abgeben. Andere Versionen des Spiels sind einfach wesentlich besser. Vor allem die Kleinteiligkeit in Leveln hat mir dann doch den Spaß dauerhaft verdorben. Daher reicht es trotz dem großen Namen in meinen Augen nur für einen durchschnittlichen Titel. Das war Testo Turrican für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss.